Stopa Anlagenbau GmbH. Hannover im Oktober 2014. Zur weltweit größten Fachmesse für Blechbearbeitung waren knapp 60.000 Fachbesucher zu Gast. Einen der Messestände mit der höchsten Besucherdichte besuchen wir jetzt. Herzlich willkommen auf der Euroblech 2014 hier am Messestand der Firma Stopa Anlagenbau. Sie suchen innovative Lösungen zur Lagerung von Blechen? Stopa ist auf die Geschäftsbereiche Lagersysteme, Maschinen- und Stahlbau und Parksysteme spezialisiert. Jetzt im Interview Ralf Gerber. Hallo Herr Gerber, wer ist die Stopa? Die Stopa ist ein mittelständisches Unternehmen mit rund 200 Mitarbeitern und Sitz in Aachen. Im Hauptgeschäftsfeld beschäftigt sich die Stopa mit dem automatisierten Lagern und dem Bereitstellen von großformatigen Blechen an den daran angebundenen Blechbearbeitungsmaschinen. Im Hintergrund sehen wir das bereits vor 2 Jahren hier auf der Euroblech präsentierte Stopa Compact 2. Ja. Richtig, ja. Das Compact 2 besticht ja durch die Benefits, sehr kurze Zykluszeiten, eine sehr kompakte Bauweise und durch das intelligente Energiemanagementsystem. Und in den letzten 2 Jahren konnten wir das Regalbediengerät in Dutzenden von Projekten einsetzen und das unterstreicht natürlich diesen Wettbewerbsvorteil, den wir mit diesem Produkt haben. Welche Neuigkeiten präsentieren Sie hier noch auf der Messe? Wir haben hier erstmalig einen Kommissionierturm aus dem Hause Stopa präsentiert, den Stopa Picking Tower. Mit diesem Stopa Picking Tower ist es möglich, über die Leitstandebene Kommissionieraufträge vorzugeben. Und diese Kommissionieraufträge werden dann durch diesen Tower hauptzeitparallel abgearbeitet. Und speziell für Hersteller von kleinen Losgrößen, die das automatisiert fertigen wollen, ist das ein Riesenvorteil, weil dadurch die Produktivität extrem gesteigert wird. Das sind ja aber nicht die einzigen Innovationen, die Stopa in den letzten 2 Jahren entwickelt hat. Genau, ist richtig. Wir haben des Weiteren den Stopa Wireless Card dabei. Wie der Name schon sagt, kommt dieser Card völlig ohne Energiekette und auch ohne die Fahrschienen aus. Die Energie ziehen sich die Antriebe aus einem hochmodernen, leistungsfähigen Akku und die Steuersignale werden über eine sichere Funkstrecke übertragen. Ist immer dann ganz sinnvoll, wenn man die Fahrwege des Wagens entweder mit Gabelstapler oder auch als Fußgänger kreuzen möchte. Das gesamte Stopa-Team ist mit der Fertigung komplexer Konstruktionen bestens vertraut. Und als dritte Innovation haben wir den Stopa E-Pal Carrier dabei. Er dient dazu, Euro-Holzpaletten aufzunehmen und diese möglichst raumsparend im Lagersystem aufzunehmen. Ein großer Dank gilt da an unsere Kunden, weil in zahlreichen Gesprächen und Workshops haben wir gemeinsam mit ihnen die aktuellen Marktforderungen formuliert. Und ohne dieses wichtige Feedback wäre es gar nicht möglich gewesen, diese Innovationskraft zu leisten. Ja. Mit welchen Stärken punktet Stopa auf dem Markt? Bei Stopa erhält der Kunde einen Ansprechpartner, der gemeinsam mit ihm eine wirklich bedarfsorientierte Lösung ausarbeitet. Er hat vom Auftragstart bis zur Übergabe des Systems einen Ansprechpartner, der sich um alle Belange kümmert und gemeinsam mit ihm die einzelnen Termine auch abstimmt. Des Weiteren zeichnen sich die Stopa-Produkte durch eine extrem hohe Langlebigkeit, durch eine Flexibilität, Performance und auch durch eine hohe Zuverlässigkeit aus. Und das sind wichtige Faktoren für den Kunden, für die reibungslose Produktion. Und last but not least haben wir einen Kundenservice, der präventive Wartung an den Anlagen durchführt und im Bereich Retrofit, der dafür sorgt, dass durch Modernisierung ältere Anlagen wieder auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Dankeschön. Melden Sie sich gern und jederzeit. Stopa. Qualitätsverständnis seit mehr als 50 Jahren. Caridio Image und Eventfilmproduktion.